Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slowaka. Weiter geht's mit Mr. Prepper im Regen. So, eine Sache muss ich ganz am Anfang direkt mal gucken. Denn ich habe einen Hinweis bekommen, weil ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen. Ja, siehst du? Und die haben das echt geändert. Also es war wohl offensichtlich so in der Vorschau-Version, die die anderen YouTuber auch bekommen haben und so weiter, dass man schon mit Bergbank Level 2 die Spitzhacke bauen konnte. Das scheinen sie geändert zu haben, weil die da zu schnell durchgekommen sind. Dann müssen wir mal auf Werkbank Level 3 hinarbeiten. 30 Metall brauchen wir dafür aber. Wir müssen erstmal was essen. Habe ich jetzt komplett vergessen. Und wir bringen Jenny erstmal die Guarana-Dinger. Vielleicht bringt uns das ja auch schon mal weiter. Der Salat ist bald kaputt und wir haben schon zweimal verdorbenes Zeug. Verflixte Axt. Warum das denn? Das heißt, wir brauchen auch noch... Also mal abgesehen davon, dass wir nichts mehr tragen können. Ach, verflixt. Wir haben auch noch zweimal das und dreimal Fleisch. Ich hoffe, das ist nicht sofort alle. Das nehmen wir mal mit. Das können wir nämlich verkaufen. 20 Salat von eingelegten Speisen und frischen Salaten. Ich gucke mal, was wir damit machen können mit Salat. Ich glaube, nicht so viel. Huhn, was können wir denn aus dem Fleisch machen da? Einfach gebratenes Wildfleisch. Salat geht eben wirklich nur... Ah, mit Hühnerbein würde es gehen. Ansonsten nur mit Rüben und anderem Kram. Bisschen doof. So, irgendjemand hat von euch hat noch geschrieben, dass zerlegte Teile nichts wiegen. Irgendwie sowas. Stimmt das denn? Das stimmt. Da ist kein Gewicht. Woher kommt unser ganzes Gewicht? Weil wir Holzstämme in der Tasche haben. Komm, dann zerlegen wir die nochmal schnell. Und dieses Material wiegt nichts für uns. Das ist doch super. Gut zu wissen. Vielen Dank dafür. So, da einmal 5, da nochmal 5. Wolfsfell und Federn können wir wieder verkloppen. Gold kostet ja hoffentlich auch nichts. Kann man verkaufen. Genau, und dann haben wir noch einmal Stein. Das können wir auch nochmal verlegen. Und dann müssen wir gleich schon wieder ein Nickerchen machen. So, das nehmen wir natürlich mit, weil das nichts wiegt. Hervorragend. Dann verkloppen wir den anderen Kram und verkaufen schon mal zum einen Gold. Vielleicht sollten wir auch unsere ganzen Salate verkaufen. Ich weiß nicht so genau. Moment, Gold gibt's da, ne? Richtig. So, das hauen wir mal weg. 4-mal, wunderbar. Dann hätten wir auch noch Stein. Das brauchen wir erstmal. Und dann wollte ich, was wollte ich noch verkaufen? Das hier wollte ich noch verkaufen. Federn und Wolfsfelle. Ich hoffe, dass wir kriegen ja richtig Kohle. Das ist wunderbar. Aber wir kriegen auch Vertrauen dazu, wenn wir Zeug verkaufen. Dann wollen wir, sobald das Geld dann jetzt mal da ist, kaufen wir uns auch noch so Metallteile. So, und das nehmen wir uns natürlich. Schauen wir mal wieder, was in der Zeitung steht. Lesen wir das mal. Stromausfall, Gewitter. Meteorologen künden an, dass nächste Woche außergewöhnlich viele gefährliche Wetterereignisse, darunter auch Stürme, auftreten werden. Dadurch kann zu Stromausfällen kommen. Bürger, seid vorsichtig. Wenn charakteristische Zeichen wie helle Blitze, Regen und Hagel auftreten, bleiben Sie zu Hause. Sollten Sie draußen sein, suchen Sie Schutz in einem nahegelegenen Gebäude oder steigen Sie in ein Fahrzeug ein. Öffnen Sie unter keinen Umständen einen Regenschirm und stellen Sie sich auch nicht unter einen Baum. So, das hatten wir schon mal. Und Krankheitsträger aus Mexiko. Kennen wir auch. Okay, am 20. haben wir keinen Strom. Das ist natürlich doof. Was sagt denn das Ding? Das ist sowieso voll ausgelastet hier, strommäßig. Der ist gar nicht angeschlossen. Ach nee, da haben wir die Lampe nicht angeschlossen. Richtig. So, bevor ich jetzt in den Wald gehe... Ah, ich wollte noch was verkaufen. Mein verdorbenes Lebensmittelzeug. Jenny kauft das, ne? Ja, genau. Die können wir auch mal noch verkaufen. 1, 2... Und dann ist echt die Frage, ob wir den Salat vielleicht noch verkaufen. Weil 20 Salat kriegen wir jetzt Hühnerbeine. Keine Ahnung, wo wir die herkriegen sollen. Und die verrotten sonst. Ja, zumindest mal bis auf 4 alle verkaufen. Und dann brauchen wir Saatgut auch nochmal. Das kostet auch gar nicht so viel. Ach, guck mal, das ist doch super. Ah, jetzt ist er erstmal da. Okay. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Bisschen Kohle bekommen. Und wie geht's hier so? Schlechtes Wetter heute, oder? Ist das meine Laune?
Ach, kann ich dir nicht sagen. So, einmal nochmal Salat verkaufen für 30. Hervorragend. Dann kaufen wir uns gleich dazu 1, 2, 3 mal Karotten, 1, 2, 3 mal Salat und Rüben. Das Einzige, was wir so richtig benutzen können. Mais geht eh noch nicht. Jennys uralter Teppich brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und Gurken, glaube ich, gehen auch wahrscheinlich nur im Hochbeet. So, dann haben wir richtig Kohle. Und dann können wir uns auch noch hier so viel wie geht an Metall nochmal kaufen. 36 ist dann schon wieder ganz schön viel. Aber gut, sind auch insgesamt zumindest mal 9 Metall obendrauf. So, kleines Nickerchen und dann ab zu Jenny und ihr die Guarana-Kerne geben. In der Zwischenzeit haben wir dann auch die Saat. Dann können wir auch das Wasser holen. Das wollten wir sowieso machen. Alles klar, kannst aufstehen. Hol dir die Kohle ab. Aus ihrem Haus kommt immer ein Klirren und Klimpern, Mr. Prepper. Es ist immer gut, etwas Beschäftigung zu haben. Du hast so recht, mein Junge. Du weißt gar nicht, wie viel Recht du hast. So, dann einmal bitte Wasser. Ich lege mal hier noch ein paar. Also wir haben ja auch noch haufenweise, oder? Wir hätten ja noch haufenweise gehabt. Machen wir mal dreimal Rüben. Ich schmeiß das da jetzt erstmal rein. Gucken, ob das funktioniert. Jawohl. Dreimal Karotten, dreimal Salat. Machen wir mal dreimal Karotten, einmal Rüben, einmal. Haben wir noch einzelne Rüben-Dinger hier? Nein. Dann teilen wir das einmal auf. Einmal Rüben. Und einmal Salat. Dann sollten wir das auch schnell machen können. Einmal Wasser holen haben wir schon. Dann renn mal runter. Wir wollen Jenny noch sehen, bevor sie ins Bett muss, bitte. Also, schnell pflanzen. Weil wir haben hier überhaupt keine Suppe mehr im Haus. Und es funktioniert ja auch relativ gut, muss man sagen, mit dem Verkaufen von Salat zum Beispiel. Haben wir jetzt ganz schön Kohle gemacht. So, einmal bewässern, zweimal bewässern, dreimal bewässern, viermal bewässern und fünfmal bewässern. Jetzt sollten wir auch, was das Inventar angeht, eigentlich okay sein. Obwohl, na, die ganzen Kästen, die schmeiße ich mal kurz hier unten rein, weil ich will jetzt erstmal zu Jenny. 2, 3, 32 noch, jetzt noch 30. Die Zeitung braucht auch kein Mensch. Die müsste eigentlich oben rein, fällt mir gerade ein, aber gut, okay. Hebel nehmen wir mal mit. Gut, ab in den Wald. 28, oder haben wir noch was Schweres hier dabei? Ah, das wichtigste Werkzeug für jeden Prepper, ein Messer. Na gut, wir gehen erstmal rüber zu ihr. Schauen wir mal, was wir bei ihr kriegen, was für ein Auftrag da jetzt kommt. Ach so, und einer von euch hat noch geschrieben, ich soll mal nochmal beim Wolf gucken auch. Das werde ich dann auch nochmal machen. Und ein paar Bärchen können auch nicht schaden. Da, wo ich den Wolf besiegt habe, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Das war dann im Level 3 hier irgendwo, ne? Vom Wald. Sprechen wir erstmal mit Jenny. Hey, Butter... Ups. Ach, Mann. Nochmal. Hey, Butterblume. Hast du, was ich brauche? Ich habe, was du brauchst. Hallo, Jenny. Ich glaube, das sind die Früchte, nach denen du gesucht hast, oder? Richtig. Siehst du das, Bob? So rot, so reif. Vielen Dank. Nun, meine ersten Tees mit den Pilzen, die du aus der Mine mitgebracht hast, waren ein zweischneidiges Schwert. Sie haben meinen Freunden geholfen, wach zu bleiben, aber sie haben sie auch etwas unkonzentriert gemacht. Wer hätte das gedacht? Für den Moment bleibe ich eher bei den getesteten Zutaten. Ich brauche mehr Guarana-Früchte. Ich werde selber ein paar anbauen, aber ich habe nicht viel Platz. Wärst du so nett und würdest ein paar dieser Samen nehmen und diese dann auch anbauen? Ich glaube, die passen auch in meine kleine Indoor-Plantage. Viermal Samen. Alles klar, herrlich. Bitte komm mit der Ernte zurück. Meine Freunde und ich wären dir dankbar. Alles klar, das kriegen wir hin. Und ich sehe gerade wieder, es soll wieder ruckeln bei euch. Ich kriege die Krise. Wirklich. Ich habe es doch schon auf HD gestellt. Das kann doch nicht so schlimm sein. Du hast es wieder umgestellt hier. Ah, wieso hast du das umgestellt automatisch?
verflixt. Ich hoffe, dass das jetzt für euch nicht die ganze Zeit schon schlimm war. Verflixte Axt. Ich hab's nicht gesehen. Sorry. So, Minuteman, ein Glas Blaubeermarmelade. Was machen wir denn jetzt noch? Ich gehe mal zu dem Wolfsding hin, was ihr mir noch gesagt habt. Das müsste ja hier hinten irgendwo sein. Ne, Moment. Wo ist denn das eigentlich? Ich glaube, ich gehe mal zum Eingang vom Wald. Und dann mit der Seilbahn, soweit ich komme. Level 3, genau. Ich kann bei sowas, wenn ich dann so einen Fehler mache und das nicht sehe, ne, dann kann ich auch halt nicht mehr zurückgehen, dummerweise. Weil das Spiel speichert ja automatisch immer ab. Sonst, wenn ich so einen Fehler mache, würde ich immer sagen, na gut, hast einen Fehler gemacht, musst du halt normal spielen. Will ich das nochmal laden an der Stelle? Obwohl, wenn ich es gerade so recht überlege, könnte ich sogar den ganzen Tag nochmal spielen. Ah, jetzt mache ich es nicht. So, Level 2. Jetzt habe ich mich selbst hier irgendwie ein bisschen in die Verdammnis geredet, ne? Aber gut. Da ist ja schon wieder ein Wolf. Hast du deinen Schläger dabei? Nee, du hast den Schläger nicht dabei. Wieso das denn nicht? Wir haben den... Können wir den auch... Oh, das... Ah doch, es geht... Nein, es geht nicht. Doch, es geht. Oh, mit dem... Ah, das ging schnell sogar. Mit dem Messer. Wir haben jetzt dummerweise doch was abgekriegt, aber es ging insgesamt ziemlich fix. Also schneller als beim letzten Mal. Und sie braucht noch mehr, hat sie gesagt. Wobei, sie braucht ja eigentlich nur mehr... Sie braucht ja nur die selbst angepflanzten Sachen, hat sie gesagt, glaube ich. So, dann gucken wir jetzt hier nochmal. Hier war es, glaube ich, wo wir den Wolf das letzte Mal erlegt haben. Ja, oder es war sogar noch ein weiter rein. Aber ich weiß gerade nicht. Krass, mit dem Messer geht es echt fix. Dann gehen wir noch einen rein. Noch einen rein in den Wald. So, denn ihr habt mir geschrieben, ich habe da was übersehen. Nehmen wir mal alles mit hier. Ja, das ist die falsche Richtung. Hier ist wieder überall das Inventar im Weg. Hier ist die Danger Zone. So, und dann würde ich sagen, ist wahrscheinlich wirklich am besten, Werkbank Level 3 zu bauen sofort. Hier. Tatsächlich. Kiste, völlig übersehen. So, 3 Waschbärenschwänze haben wir da drin. Und dann nochmal 2. Ich hoffe, wir können alles tragen. 5-mal Plastik, 30-mal Kohle und 2-mal Suppe. Das ist tatsächlich eine schöne Box. Das ist keine schlechte Box gewesen. So, das war es dann aber auch. Dann geht's erstmal nach Hause. Wir haben jetzt nur ein so ein Holzding mitgenommen. Ja, komm. So, also. Aufgabe, Zeug pflanzen. Das geht jetzt natürlich, macht das noch keinen Sinn. Da muss erstmal der Rest wachsen. Bringen wir erstmal alles, was wir für den Kühlschrank haben, in den Kühlschrank. Und dann müssen wir sowieso gucken, dass wir... Die Suppen kommen hier oben rein, die wären ja nicht schlecht. So, wir haben wirklich einen ganz schönen Haufen Zeug. Jetzt ist die Frage, ich müsste nochmal auf Kalender gucken, aber noch ist es nicht so weit. Wir müssen natürlich echt gucken, dass wir Wasser, es wird ja auch alles, was im Kühlschrank ist, wird ja auch schlecht. Das heißt, eigentlich müssten wir bis dahin so ein Dings bauen, ne? So ein, wie heißt denn das? Ein Dampfgenerator. 12 Metall. Könnten wir schon herstellen, tatsächlich, theoretisch. Ich fange mal erstmal an, hier das Holz nochmal wegzuhauen. Und das können wir noch verkaufen. Und wir können machen... Wo habe ich die jetzt hingeschmissen? Hier unten rein.
die Metallboxen auch schon mal zerlegen, die wir da geholt haben. So, und das Papier nehme ich dann auch nochmal mit, damit wir das oben reinlegen, wo es hingehört. So, die bitte mal zerlegen, alle drei. Ja, du musst schlafen gehen, ich weiß. Oh! Du musst dringend schlafen gehen. Ich hoffe, das ist okay so. Du kannst das Messer weglegen beim Schlafen. Okay, hat gerade noch so gereicht. Sehr gut. So, wir haben also noch heute, morgen, übermorgen ist der Strom alle. Okay, da müssen wir echt dann viel gekocht haben. Am besten, ja, Dosensuppen können wir ja nicht machen. Das ordentlich zurechtstutzen. Aber wir kriegen es fast hin, glaube ich, wenn wir jetzt sofort... Also wir können jetzt noch mal eine Suppe machen. Und dann gleich... Nee, wir könnten sogar zuerst... Oder warte mal, wir können ja ganz kurz was essen. Aber was, irgendwas Kleines, vielleicht ein paar Beeren oder sowas. Und dann bestellen wir erstmal nochmal Zeug. Denn wir haben jetzt nochmal Geld gekriegt. Hier, diese fast kaputten Blaubeeren können wir erstmal wegessen. Und so einen Salat kann man ja auch mal essen. Der ist nämlich auch schon wieder fast alle. Von mir aus können wir auch noch einen Pilz essen. Wir haben hier haufenweise Pilze. Pilzsuppe gibt es irgendwie gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendwann giftig wird. Aber gut. So geht es uns doch schon wieder relativ gut. Dann kaufen wir nochmal so viel von dem Metallkram wie... Oh! Wir haben Vertrauen Level 3. Jetzt können wir auch große Boxen kaufen. Sehr gut. Statt 4 für einen kriegen wir jetzt 7. Für 7 2 Metall daraus. 1, 2, 3... Ah, da können wir aber nur 2 von kaufen. Die kaufen wir jetzt alle. Dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12 Metall nochmal oben drauf. Das ist gut. Wir verkaufen der Jägerin nochmal Fell und Federn für 45. Und dann können wir eigentlich direkt die abonnieren. Die sind ja dann weniger wert. Dann lassen wir das erstmal. Wir haben ja noch was zu tun. So, dann geht's ans Zerlegen. Hallo? Wasser ist noch nicht wieder voll. Dann geht's ans Zerlegen. Weiter geht's. Ihr braucht bald Wasser. Viel haben wir nicht mehr. So, 1, 2, 3 und 12 und 13. Ich zähle mal nicht mehr mit. Jetzt haben wir 9 Metall. Mehr Metall haben wir... Ich kann ja jetzt mal alles, weil ihr jetzt gesagt habt, dass das ja eh wurscht ist. Können wir auch... Hier legen wir Papierkram rein. Und... Falls ich irgendwo noch Materialien habe, die ich irgendwo hingelegt habe, kann ich die ja auch wieder in die Tasche nehmen, weil die wiegen ja nichts. Aber ich scheine kein Material gemacht zu haben. Und ich habe aber auch keine Steine oder irgendwas. Ah, doch, hier ist noch was drin. Der Postbote ist da, ich weiß. Hier haben wir noch auch nochmal 2 Metall. Und hier ist jetzt auch aber nichts mehr, ne? Wir könnten die Lampe noch umändern. Na, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das heißt, naja, wir können jetzt, also entweder, früher hatte ich noch mehr Zeitungen zum Austragen, aber heute lesen die Leute nur noch die Wahrheit. Naja, wenigstens geht es meinem Rücken besser. Verstehe ich. Deine Probleme möchte ich haben, mein Freund. So, vielen Dank. Ich denke, wir können eigentlich gleich nochmal, denn wir brauchen hier Metall, wir brauchen für das andere Ding Metall. Ich bestelle direkt nochmal alles, was... Ah, es geht jetzt erst wieder morgen. Wollen wir dann die nochmal kaufen? Komm, ich bestelle nochmal 3. Und wir gucken dann gleich nochmal, was wir da jetzt nochmal brauchen. Und was nicht. Die werden zerlegt. Ist das Wasser schon fertig? Ja, dann hole ich jetzt erstmal direkt Wasser. Und gieße die Pflanzen nochmal. Dann sollte das hier auch gut funktionieren. Beziehungsweise eigentlich könnten wir auch gucken, ob das vielleicht sogar ausreicht hier, ne? Ich fange mal erstmal an zu zerlegen. Weil, vielleicht werden die ja noch reif, bevor das Wasser aufgebraucht ist. Dann müssen wir das Wasser nicht verschwenden. Es sieht aber nicht danach aus. So, und jetzt arbeiten wir langsamer, weil wir so müde sind schon wieder. So, dann holen wir uns die 3 Boxen nochmal und machen ein Nickerchen. Ah, wir müssen es gießen. Schade eigentlich.
In letzter Zeit tauchen komische Graffitis in der Stadt auf, Parolen vom Wachbleiben, gekritzelte Zeichnungen von Augen, sinnloser Vandalismus, wenn Sie mich fragen. Du hast aber auch immer eine Geschichte parat, Junge, ne? Vielen Dank auch. Du kommst jetzt öfter zu mir, ne? Ich merke das schon. So, bewässern, Nickerchen. Ich denke, wir haben sowohl eigentlich genug, um die Seilbahn tatsächlich nochmal zu reparieren, aber ich würde gerne... Also, Seilbahn reparieren, wir können den Generator bauen und oder Werkbank Level 3. Da brauchen wir halt noch ein bisschen Glas für. Aber wir sind mit dem Metall schon in der Nähe, glaube ich, von 30. Aber natürlich dann nicht mehr, wenn wir das jetzt für den Generator benutzen. Das ist jetzt eine gute Frage, was wir da besser machen sollten. Kann ich leider nicht beantworten. Ich meine... Auf Zeit gesehen, wenn wir das immer machen können, irgendwie. Dauert halt alles nur ein bisschen, ne? So, 16.38 Uhr. Einmal nochmal zum Kühlschrank, damit wir jetzt auch schnell arbeiten. Und ein bisschen Salat essen. Ihr wisst schon. Gekocht kriegen wir gerade nichts. Essen wir noch einen Salat. Jetzt geht's uns auch wieder gut. So, dann zerlegen wir noch alles, was wir haben an Metall. 1, 2, 3 bitte. Und dann zerlegen wir die beiden Dinger noch. So, und jetzt haben wir hier schon mal 22, 24 Metall und hier nochmal 10 Holz. Das heißt, wir haben insgesamt 25 Holz, 16 Stein, 2x Glas, 26. Also, wir können den Stein natürlich jetzt auch weglegen. Stein hätten wir, glaube ich, ja noch genug. Dann... Wir können ja aus Stein Glas machen, sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Brauchen wir überhaupt keinen Stein? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Wir schmelzen mal den Stein. Und dann sollte da Glas rauskommen. Und dann könnten wir eben auch den Dampfgenerator, also den können wir sowieso machen. Aber wir könnten auch sagen, wir machen die Werkbank Level 3. Aber noch nicht ganz. Wenn wir jetzt einen Dampfgenerator zuerst machen, dann müssen wir da ganz schön viele. Dann haben wir 12, dann haben wir noch 14. Dann müssen wir dafür nochmal 16 Metall irgendwie ran schaffen. So, wir können ernten. Ach komm, wir bauen mal einen Generator, oder? Bevor jetzt am Wochenende der Strom ausfällt. Ich weiß nicht, ob wir dann aufpassen müssen, dass hier kein Licht bei uns brennt, damit nicht der Typ von außen sieht, dass wir irgendwie hier Beleuchtung haben, obwohl doch der Strom abgestellt ist. So, Dampfgenerator. Da ist er. Wollen wir den mal hier? Da steht auch noch ein Tisch rum. Ich würde den da jetzt erstmal einfach so reinbauen. Ich weiß gar nicht, ob das so Sinn macht. Aber ich hoffe mal. Da steht er. Was muss da rein? Holz. Wahrscheinlich, ne? Das machen wir aber jetzt noch nicht. Das machen wir erst am Wochenende, wenn wir den auch brauchen. So, einmal alles ernten. Dann könnten wir eigentlich schon, wenn wir jetzt auch einen Dampfgenerator haben und vielleicht heute nochmal, wir warten auf jeden Fall, bis das Wasser, es ist sogar fertig. Dann würde ich sagen, pflanzen wir direkt das, was wir für Jenny pflanzen sollen. Das sollte jetzt hier funktionieren, oder? Dafür brauchen wir ein Hochbeet. Tja, Jenny, ich kann doch gar kein Hochbeet bauen. Oder kann ich das? Doch, ich kann ein Hochbeet bauen. Aus Erde. Dann müssen wir... Ah, Verzeihung, liebe Leute. Jetzt muss ich niesen. Dann müssen wir noch was ausgraben hier. Schaffen wir das noch? Ist ganz schön spät, ne? Aber ja, was soll's. Hier kommen die Leitern rein. Dann machen wir hier jetzt noch ein... Müssen die Räume eigentlich irgendwie... Muss das Sinn machen? Ist das zu groß? Ist es zu groß? Ist es zu klein? Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir das mal so. Schaffst du das noch? Heute Nacht.
Oh, jetzt bist du sehr, 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 sehr müde. Aber du holst schon mal ein bisschen Erde ran. Das ist gut. Kannst du auch aufhören damit? Ja, kannst du. Dann geh mal lieber schlafen, bevor du hier mir vom Fleisch fällst. Oh, es ist neblig geworden heute hier, ja. Es ist sehr neblig geworden. So, liebe Leute, ich bin müde. Wie wäre es mit einem kurzen Nickerchen? Ja, du gehst ja schon schlafen. Was heißt das? Er arbeitet. Alles klar, das war Tag 18. So, liebe Leute, anhand dessen, dass es relativ spät ist gerade, mache ich jetzt hier mal Schluss wieder nach 2 Tagen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit auf jeden Fall Tag 19 und 20 ohne Strom, aber wir haben einen Generator. Wir müssen nur noch mal ordentlich Boxen bestellen, damit wir wirklich die Werkbank auf Level 3 kriegen. Denn ich möchte wirklich eine Spitzhacke haben und hoffe, dass das mit Werkbank Level 3 dann funktioniert. Alles klar, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut.